Die Pandemie hat unsere Arbeit einerseits vereinfacht, weil keine Messeveranstaltungen waren, konnten wir also konstant durchbauen. Andererseits deutlich erschwert. Der Bereich Kölnmesse 3.0 setzt sich zusammen aus drei Bereichen. Neubau, Sanierung, Digitalisierung. Der überwiegende Teil der Sanierung ist die Sanierung der Gebäudetechnik. Gebäudetechnik bedeutet, wir erneuern die komplette Beleuchtung, wir erneuern die komplette Lüftungsversorgung, Kälteversorgung, um den modernsten Anforderungen zu entsprechen. Modernste Anforderungen bedeutet bei uns, wir haben eine hohe Energieeffizienz, dass wir also aus der verbrauchten Luft die Energie wieder zurückgewinnen, sodass wir also sowohl Wärmeenergie als auch Kälteenergie als natürlich auch Strom in erheblichem Umfang sparen. Wenn wir Energie sparen, bedeutet es auch, wir haben halt eine deutliche Entlastung der Umwelt. Durch die neuen Anlagentechnik wird die Luftqualität in den Hallen besser und die Besucher werden sich deutlich wohler fühlen. Der Neubau umfasst den Neubau der Halle 1 und ab sofort den Neubau des Convex. Der Vorteil der Neubauten ist, dass wir eine Eventisierung des Messegeschäfts garantieren können, dass wir Digitalisierungsprodukte anbieten können, dass modernste Medientechnik installiert ist. Also die Halle 1 ist planmäßig Ende 2020 fertig geworden. Also Convex, Baustart April dieses Jahres, Fertigstellung 2024. Weil es ein hochkomplexes Gebäude ist, mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch, mit einem sehr hohen Technikgrad, mit seiner separaten Eingangsstruktur, könnte bedeuten, dass wir bis zu 3 Tagungen gleichzeitig stattfinden lassen können, weil jeder Tagungsbereich einzeln zugänglich ist, einzeln bespielt werden kann. Wir aus dem Bereich Kölnmesse 3.0 brennen ehrlich gesagt darauf, dass es wieder losgeht, dass wir den Beweis bekommen, dass das, was wir geplant haben, funktioniert.